Und damit, Leute, willkommen zu dem neuen Let's Play hier auf der neuen Platinum-Editions-Map Silver Run Forest oder irgendwie so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Leute, willkommen beim Platinum-DLC. Wir sind wieder hier multiplayer-mäßig unterwegs. Ich habe schon mal ein bisschen alles eingerichtet, soweit. Was die Höfe betrifft. Ihr seht hier Höfe. Mich gibt es einmal ganz oben 0 Euro. Marinus 159.000. Olegner 297.000. Lukas 1.000.000. Und der Lohnunternehmerhof zählt nicht. Warum so unterschiedliche Beträge? Für die Leute, die es nicht mehr wissen. Wir hatten vor dieser Map eine andere Map. Und da war die Überlegung, wir nehmen den Kontostand von dem alten mit. So, der Einzige, der sich darum gekümmert hat, war der Lukas. Lukas hat sein Zeug verkauft, beziehungsweise das, was er nicht verkauft hat, hat er mich darum gebeten, dass ich es dann verkaufe. Ole wollte selber sein Zeug verkaufen. Wir haben extra fast eine Woche lang oder beziehungsweise eine halbe Woche gewartet. Also gesagt habe ich es ihm am Samstag, glaube ich, oder Sonntag, dass ich quasi kommende Woche am Samstag dann auf Platinum Edition wechseln möchte. Das ist heute. Am Dienstag kam die Map raus. Heute ist Samstag, heute habe ich es gewechselt. Dass er in der Zeit noch Zeit hat, seine Sachen zu verkaufen, was er noch hat, was er noch loswerden will. Hat er nicht gemacht. Somit habe ich seinen aktuellen Kontostand übernommen. Genauso wie bei Marinus, seinen aktuellen Kontostand, jeweils alle, aber ohne Schulden. Und Lukas hat eben 1.000.000, lohnt dann im Hof sowieso wieder. So, wie schaut's aus? Die Map ist krass, geil, schön für den Forst. Ob sie auch gut für Competitive Multiplayer ist, das wird spannend. Es wird richtig spannend, weil ich bin mir nicht sicher. Bin mir absolut nicht sicher. Denn wir haben ein paar große Probleme. So, erstens. Ah ja, das ist noch ein Mod, den ich hinzugefügt habe. Da wir jetzt nicht so viele Felder haben, habe ich mir gedacht, könnten wir doch Precision Farming wieder einführen. So, just for fun. Es gibt ein paar Probleme. Ihr seht, einmal da oben ist was lila. Das liegt daran, dass es das Sägewerk. Es gibt zwei Sägewerke auf dieser Map. Und diese Sägewerke, oder eins davon, kann man kaufen. Also es ist so, wenn sich das einer kauft von uns, dann ist das doch scheiße für die anderen, habe ich mir gedacht. Darum habe ich mir gedacht, kaufen wir das Ganze über Lohnunternehmerhof. Genau das Gleiche. Ich kann das echt nicht mehr anklicken, gell? Wenn das einer gehört, kann ich das nicht anklicken. Es ist echt scheiße. Das Gleiche gilt auch eben für die Segelbootsproduktion. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir das jetzt einfach vorstelle. Ich habe es mit dem Lohnunternehmerhof gekauft. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man trotzdem Sachen da abliefern kann, auch als anderer Hof. Und dann trotzdem Geld irgendwie dafür bekommt. I don't know, wir werden es rausfinden. Aber ich finde es scheiße, wenn sich halt dann nur einer kaufen kann. Sie verstehen? Und ich kann auch diese Bootswerft, das ist ja nämlich das nächste. Sonst habe ich mir gedacht, ja gut, sonst kauft sich halt einfach jeder eine Bootswerft. Gibt keine zweite Bootswerft? Gibt es nicht. Keine zweite Bootswerft. Ja, das ist in der Tat ein bisschen scheiße. I don't know, wie sich das entwickeln wird. Wir werden sehen. Ja, ihr merkt, ich bin immer noch verkältet. Das liegt daran, weil das natürlich genau nach der letzten LS-Show-Folge aufgenommen wurde. Und ja, aber wir sind jetzt zum ersten Mal auf Silver Run Forest. Es gibt nicht viele Flächen oder Wiesen oder Felder. Wir haben insgesamt eigentlich, wenn man es genau Zeichne, würde ich mal sagen, haben wir hier 1, 2, 3, 4 und 5. Das hier ist noch ein relativ gutes Grasfeld. Ansonsten im Norden oben, ehrlich gesagt, ich glaube, da gibt es nicht wirklich was. Ich bin die Karte noch nicht so wirklich überflogen. Aber von dem, was man so sieht, ich meine, selbst wenn du hier die Bäume alle abholzt, wirklich nutzbares Land, wo du drauf was anbauen kannst, wirst du hier trotzdem nicht bekommen. Also, wenn man das hier mal so grob überfliegt, schaut schlecht dafür aus. Deswegen wird es entweder so laufen, jeder darf sich ein Feld kaufen. Wir sind ja immerhin zu viert. 1, 2, 3, 4. Oder 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie man es dann machen möchte. Oder Alternative wäre, der Lohnunternehmerhof kauft alle 4 Felder oder alle 5 Felder. Jeder kann darauf wirtschaften, wie er lustig ist. I don't know. Wir lassen es jetzt erstmal so, dass es quasi zum normalen Kaufen ist. Jeder darf sich eins kaufen, wer es erst kommt, mal zuerst. Natürlich hat Lukas da den Vorteil, er könnte sich hier das größte Feld kaufen. Und man muss auch mal sagen, sie sind nicht teuer. Also 100.000 für das, das ist ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben vom Preis her. Generell, die Felder, die sind nicht teuer. Gut, das ist jetzt hier gerade eben so ein Riesending. Aber ansonsten,
100.000. Hier sind so ganz viele kleine. 10.000 für so ein ganz kleines Stück Wald. 30.000. Das geht, muss ich echt sagen. 140.000, das ist alles okay. Ja, das ist echt gut. So. Jetzt ist es so, ich habe 0 Euro, weil ich damit starten wollte. Wir gehen jetzt hier mal auf ein bisschen mehr von Ding, würde ich sagen. Gehen wir mal hier Admin ein. Und dann gehen wir hier mal auf mindestens 3, würde ich sagen. Vielleicht bleiben wir sogar auch bei 3 oder 5, dass wir das fest einstellen. Müssen wir mal schauen. So, ich brauche Geld. Ja, ich kann mir Geld nehmen. Wir haben natürlich die Option, einen Kredit. Also, ich drücke immer das Doppelte. Wir haben die Option, einen Kredit aufzunehmen. Ich schätze mal bis 500.000. Ja, 500.000 ist unser Maximum. Dann war's das. Ja. Wir müssen bedenken, wo wollen wir starten? Grundsätzlich würde ich ganz gerne in der Nähe vom Hauptbereich starten. Es ist aber so, natürlich wollen die anderen vielleicht auch da starten. Denn jemand, der da oben startet, ja, der ist natürlich scheiße, wenn du was vom Händler kaufst, musst du halt immer ewig fahren. Aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Und da bin ich natürlich sehr gerne egoistisch. Da ich der Erste bin, ich den Server gestartet habe und die anderen sowieso irgendwie nicht wirklich aktiv sind, denn da, sagen wir mal ehrlich, der Einzige, der wirklich aktiv spielt, bin sowieso wieder ich. Wie in jeder Spielsession, sei es Minecraft, sei es LS, die anderen lassen sie immer gefühlt nie blicken. Ist mir aber auch wurscht. Von dem her, werde ich mich mehr oder weniger hier irgendwo ansiedeln. Ich glaube, ich keine Ahnung, ob ich da wirklich beim Start da bei der Startlocation sein möchte oder vielleicht sogar eher hier irgendwo. Das werde ich mir jetzt dann noch aussuchen. Grundsätzlich muss ich sagen, gibt es da schon ein paar schöne Locations, wo man durchaus auch, glaube ich, ein bisschen was Schönes machen kann. Vielleicht sogar tatsächlich hier oben irgendwie den See hier ein bisschen. Ich meine, hier könnte man durchaus ein bisschen was anlegen. Hier ist ein bisschen eine freie Fläche. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich da bei dem Standard-Spawn... Das ist wirklich was mir an der Map ein bisschen stört. Du hast halt nur eigentlich einen Bereich, wo du, sag ich mal... Oh, das schaut auch geil aus. Ein bisschen sumpfmäßig. Das ist schon cool gemacht. Du hast halt wirklich nur einen Bereich eigentlich, sag ich mal, wo die Map startet. Klar, es ist halt auch keine Vierfach-Map. Es ist eigentlich als Single-Hof gedacht. Aber trotzdem, finde ich ein bisschen schade. Leute, 500.000, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist ein Windrad platzieren. Ja, mit unserem Geld, wir brauchen dieses Mal ein Windrad, denn, weil wir sonst keine Einkünfte haben. Ich werde keine Gewächshäuser annehmen platzieren, ich werde keine Möbelproduktion starten. Diese Nebeneinkünfte, die lassen wir komplett weg. Wir platzieren nur so ein Windrad. Muss natürlich noch schauen, wo, damit es, genau hier so schön rein, oder? Damit es keinem Weg umgeht. Und das wird unsere Basiseinnahmequelle sein. Mit Basiseinnahmequelle meine ich eher so, unsere laufenden Kosten sind gedeckt. Und das war's dann auch schon. Vielleicht sogar hier oben, das war auch gar nicht so schier. Wie heißt das Ding hier? Aussiedlerhof Süd. Interesting. Kann man das kaufen? Nee, natürlich nicht. Hm. Ja, seht ihr, das ist halt hier der Standard. Der Standard-Startbereich, sag ich mal. Und so schön das auch ist und so kleine Felder das auch sind. Wie kommen wir da hin? Da. Es ist halt auch nicht viel Platz. Es ist schön überall erreichbar. Du hast hier gefühlt überall Straßen rauf, runter, links, rechts. Hinten nochmal einen kleinen Weg raus, den du ein bisschen ausbauen kannst hier. Ja, das ist ja auch ein schöner Weg, der einfach nur zugewachsen ist. Aber ich würde fast sagen, den überlassen wir jemand anders. Den Hof, den Startplatz hier. Wäre zwar vielleicht schön, aber ich glaube, da gehe ich nicht hin. Mal schauen. Was haben wir hier Schönes? Hier wäre vielleicht auch ein Platz zum Aussiedeln. Aber da kommt man wieder nicht hin. Also ich brauche auf jeden Fall was, wo ich mich hintippen kann, würde ich sagen. Und Aussiedlerhof Süd, das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Vielleicht gibt es ja da noch mehr. Aussiedlerhof, da drüben gibt es auch einen Aussiedlerhof, okay. Aber der, glaube ich, ist mir schon wieder zu weit weg. Und wirklich Platz, um irgendwas zu bauen. Ich meine, wir brauchen ja auch mal einen Unterstand oder sowas. Gibt es ja auch nicht. Also,
Ein Aussiedlerhof, Containerlagerhaus. Waffenort. Hotel. Süd. Ja, es wird spannend. Leute, das war es jetzt erstmal von meinem ersten Eindruck. Wir werden uns sehen, wenn wir uns wieder ein bisschen fortgeschritten weiterentwickelt haben. Ich werde natürlich jetzt erstmal versuchen, irgendwo mal schauen, zu unterzukommen. Und dann geht es natürlich los mit den ersten Aufträgen. Ich werde vielleicht hier tatsächlich gleich Feld 1 Ernten annehmen. Ist zwar ein bisschen viel Arbeit, aber 5000 sind es auch. Irgendwie müssen wir an Geld kommen. Und von dem her sollte das, glaube ich, dann schon passen. Bis später, Leute. Leute, ich bin wieder hier und ich muss euch kurz was erzählen. Ein paar Sachen. Erstens, habt ihr gesehen, wir haben alles wunderschön da unten geerntet. Ballen haben wir dabei eigentlich nur hier abgeladen, bis es mehr Geld gibt im Dezember. Jetzt habe ich gerade ausprobiert, mit dem Helfer nach oben zu meinem Feld zu fahren, oder zu meinem Grund zu fahren, das ist hier oben. Bei der einen Brücke hier unten wollte einfach rechts ins Wasser reinfahren. Da habe ich ihn nochmal gestoppt, dann habe ich ihn hier nochmal gestartet. Die Brücke hat er gemeistert. Aber wisst ihr, was ich gerade gesehen habe beim Vorbeifahren? Hier auf der kleinen Insel. Hier steht eine Holzfigur. Diese Holzfiguren gibt es insgesamt 20 Stück. Die sind überall auf der Map verteilt. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 gefunden. Ich habe noch keine eingesammelt. Kurze Info, pro Holzstück gibt es 50.000. Es sind, wie gesagt, 20 Stück verteilt. Die ich bis jetzt gefunden habe, sind einmal hier. Dann weiß ich definitiv eine in der alten Holzmine. Eine war gestanden, glaube ich, bei irgendeinem Haus hier unten. Und eins bei einem Aussichtspunkt. Wo war der? Vielleicht sogar hier bei der Holzmine irgendwo. Da glaube ich war ein Aussichtspunkt irgendwo. Genau, hier ist ein Aussichtspunkt und da ist das Ding. So ein Viech. Wie gesagt, ein anderes ist hier unten drin. Da hinten ist ein Bär. Jedes davon bringt, wie gesagt, 20.000. Wo war das andere? Ich glaube hier unten irgendwo. Ich muss mal nochmal schnell schauen. Ich glaube, das andere war hier unten. Wie gesagt, es gibt insgesamt 20 Stück. Ja, genau. Hier war nochmal so ein Fuchsteil. Die Frage ist jetzt. Ich bin immer noch der Erste, der hier drauf ist. Noch aktuell immer noch der Einzige. Ach, übrigens, ich weiß nicht, was der Helfer da gemacht hat. I don't know. Ich habe bis jetzt noch keins davon eingesammelt. Warum nicht? Mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist, dass es natürlich jetzt ein bisschen unfair ist, wenn ich jetzt die ganzen Sachen hier alle finde. Und dann hier 10 Stück einsammeln und zack, schon habe ich mein Geld, das ich ja am Anfang eigentlich nicht haben wollte. Nämlich in dem Fall bei, wenn ich, sagen wir mal, ich finde 10 Stück, ja, 1.50.000, 500.000, zack. Das Blöde ist, wenn ich jetzt aber selber sage, okay, ich möchte jetzt nicht einsammeln, jemand anders, der eigentlich viel Geld hat oder nicht braucht, sammelt sie einfach ein, weil, pff, who cares, dann habe ich die irgendwann nicht mehr. Jetzt ist die Überlegung, ob ich es vielleicht immer, wenn ich eins finde,
und sie offensichtlich sind und ich offensichtlich Zweckfarm bin auch, ob ich die dann vielleicht mit dem Lohnunternehmerhof einsammeln sollte. I don't know. I really don't know. Ich weiß es nicht. Oder ob ich es einfach liegen lassen soll und erst, sagen wir mal, so ab 1, 2, 3 Wochen, wenn sie halt dann die nicht gefunden haben, dass ich sie dann einsammle. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier links. Ihr habt gesehen, zum anderen Thema, ich habe mir Container gekauft. Und zwar, der Grund dafür ist, angeblich, was ich so mitbekommen habe, können diese Container autoloaden, angeblich, vielleicht auch nur auf den Konsolen, das wäre ein bisschen scheiße, aber angeblich gibt es dafür auch richtig viel Kohle. So, das hier ist ja unser Spot, hier werden wir unser Quartier aufbauen. Und mein Plan ist es jetzt einfach mal, deswegen sind wir hier auch oben, weil hier oben der Containerhafen ist, oder Container, ich bin ehrlich gesagt gespannt, weil, so wie ich das verstanden habe, fast werden mir die Container geklaut, also ich bin echt gespannt. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es mit den fetten Bäumen nicht geht. Deswegen schauen wir mal mit den kleinen Bäumen an. Wir fällen jetzt einfach mal ein. Weil, warum nicht? Ich weiß allerdings nicht, wie wir die jetzt auf 6 Meter gezielt kürzen können. Ja? Ich glaube nämlich, das geht gar nicht. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier halbwegs vernünftig entasten können. Weil zumindest sah das effektiver aus, aber irgendwie schaut es trotzdem immer noch scheiße aus. Ich glaube nicht, dass es wirklich besser geht. Es sah in einigen Let's Play-Folgen von anderen Leuten aus, als würde das verbessert sein. Hm. Ja, die Frage ist jetzt immer noch, wie können wir auf 6 Meter kürzen? Ich glaube, das geht nämlich wirklich nur, wenn wir einen Harvester verwenden. Ich hätte gehofft, es gibt ein Maßband oder so. Oder es zeigt dir an, ab, was weiß ich, ab hier sind 6 Meter, keine Ahnung. Von dem her ist es schwer zu sagen. Wir haben jetzt hier eine 25 Meter Tanne. Wir müssen jetzt abschätzen, sagen wir mal, das ist ein Meter, noch ein Meter, noch ein Meter, noch ein Meter, noch ein Meter. Sagen wir mal, wir schneiden jetzt hier ab. Dann müsste mir jetzt angezeigt werden, 5,7 Meter. So, wenn ich jetzt mit diesem 5,7 Meter hierher gehe, was passiert hier? Rein gar nichts. Was, wenn ich den hier... Ah! Okay. Was, wenn ich den ganzen Stamm hier nehme und hier reinpacke? Der geladene Baum hat die falsche Länge. Die reduzierten... Was? Die reduziert den Verkaufspreis. Ziel 6 Meter. Okay, ich sollte sie versuchen, auf 6 Meter abzuschneiden. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt halt hier auch noch diese anderen Redwood-Bäume. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit dem Ding überhaupt mit meiner Motorsäge da durchkomme. Scheinbar aber schon. Hier ist so viel Gestrüpp da. Das ist Wahnsinn. Wir schneiden jetzt den Baum hier einfach mal um. Weil, ich meine, why not? Ist ja nur ein riesen Mammutbaum mit 38 Metern. Ja, da geht einfach ein Geräusch ab. Findet er nicht? Da fehlt einfach ein Geräusch. Das ist ein bisschen kacke. Du darfst diesen Baum nicht fällen, weil er jetzt auf meiner, nicht mehr auf meinem Grundstück liegt, oder? Oh Gott, Kinder. Jetzt ist die Frage. Das ganze Zeug da oben. Sind wir davon abgesehen, ich glaube nicht, dass das da reinpasst. Aber selbst wenn, das ganze Gestrüpp hier oben... Ah ja, okay, das lässt sich alles entfernen. Aber die Sachen... Die glaube ich nicht. Ich habe hier einzelne Äste, die ich noch wegnehmen kann. Ich bin echt gespannt, ob das mit diesen Mammutbäumen auch funktioniert. Aber ich muss fast sagen, ich glaube, dass das nicht meine bevorzugten Bäume dann werden. Ich dachte, die sind ganz geil, weil die halt übelst viel Holz haben. Aber sie lassen sich wahrscheinlich nicht mal mit dem Harvester gescheit ernten. Und ich wollte eigentlich auf den Harvester gehen, sprich vielleicht sogar einen mieten. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt einfach mal einen ungefähr 6 Meter Stamm ab von dem Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich schätze mal hier ungefähr. Allein, wo der die Motorsäge ansetzt.
Und das Schwert ist viel zu kurz. Und er hat, glaube ich, nicht mal durchgeschnitten, oder? Nee. Wieso hat er nicht durchgeschnitten? Wo ist meine Markierung? Da. Ich glaube, das ist zu lang. Im Ernst, wo schneidet der durch, frage ich mich. Jetzt hat er durchgeschnitten. Wir haben hier 6,7. Was passiert, wenn ich jetzt 6,7 da einführe? Geht das überhaupt? Ich meine, das Ding ist so fett. Es ging. Es hat aber irgendwie gefühlt gar nichts gemacht, oder? Schneiden wir nochmal so ein Stückchen runter hier. Vielleicht ein bisschen weniger noch. Aber ich glaube, dass das gar nichts bringt. Mit den Bäumen. Ich glaube, die muss ich, wenn, dann so verkaufen. Wie lang ist das? 4,7. Die falsche Länge. Ja, das ist mir schon klar. Ja, aber ohne Ding ist es halt auch echt schwierig, gell? Die wollen halt wirklich immer nur die 6 Meter Baumstämme haben. Also erfüllt es schon, aber halt wirklich komisch. Hm. Die Frage ist, kann ich diese fetten Dinger mit einem Harvester ernten? Weil was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier diesen Container verkaufen würde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Hm. Was kostet so ein Harvester? Wir brauchen halt irgendeinen, der auf jeden Fall auch die Baumstämme am besten ziemlich groß. 71, 64 ist halt gar nichts. 80 cm, das ist schon mal was anderes. Zu wenig. Wie viel? 80 war bis jetzt das krasseste, oder? 80, ja. Der hier kann 120 cm. Der, okay, der ist definitiv für Mammutbäume gedacht, hätte ich gesagt. 50 Tonnen kann der heben. 120 Zentimeter. 720.000. Was kostet er? Ja, nicht genug Geld. Das dachte ich mir fast. Konfigurieren. BKT-Reifen. Scheiben. Zwei Bäume kann der auf einmal tragen. 58. Der kann 70. Der kann 81. Wenn der 81 kann, Konfigurator, ein Greifer oder ein Harvesterkopf oder ein Schnellkuppler. Schnellkuppler kostet gar nichts, ein Greifer 10 und ein Ding 32.000. 300 PS, 10 km/h, wir bräuchten auf jeden Fall... Wir bräuchten auf jeden Fall irgendwie einen... Tieflader, um den herzutransportieren. 81 cm. Und der ist bei 80 cm. Was kostet das Ding? 470.000. Und der kostet nicht mal 400.000. Der geht 10 km/h. Der geht 20 km/h. Das ist halt nichts von dem neuen Mod-Ding und der ist halt hier von dem neuen DLC. Ah, Leute, ich glaube, da muss ich mich nochmal ein bisschen umschauen, was wir da nehmen. Ich glaube, da gibt es auch noch so extra Aufsätze für den Bagger. Wenn mich nicht alles täuscht. Was haben wir denn hier? 55 cm, aber das ist eher der Woodcracker. Damit können wir zwei Bäume auf einmal fällen. Das bringt uns nicht wirklich was weiter. Hm. Ich bin gespannt. Wir werden schauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich der Bagger wird. Ob gekauft oder gemietet, wir werden sehen.